Hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Bonus-Episode von Let's Play Batman Arkham Asylum. Heute die Patientengespräche von Victor Zsasz, dem Oberkiller. Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 1. Der Name des Patienten ist Victor Zsasz, der als wahnsinnig gilt, nachdem er mindestens 20 Frauen in Gotham ermordet hatte. Hallo Victor, ich bin Dr. Cassidy. Da das unser erstes Gespräch miteinander ist, sollten wir uns erst einmal richtig kennenlernen. Ich muss Sie nicht kennenlernen, Dr. Cassidy. Es ist alles bedeutungslos. Findest du nicht, dass das ein sehr negativer Blick aufs Leben ist, Victor? Sie haben ohne Zweifel meine Akten gelesen. Ja, das habe ich. Da steht, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, dass deine Eltern tot sind und wie du alles Geld beim Spielen verloren hast. Das ist alles bedeutungslos. Wieso sagst du das immer, Victor? Weil diese Striche das Einzige sind, worauf es ankommt. Haben Sie meine Arbeit gesehen, Miss Cassidy? Wenn du dich auf diese Striche, auf deiner... Natürlich meine ich diese Striche. Und ich habe noch Platz für Ihren Strich. Wollen Sie sehen, wo? Aufgezeichnete Patientenbeurteilung 5. Victor spricht nicht gut auf die Behandlung an. Victor, gestern haben wir über die Menschen gesprochen, die du umgebracht hast. Ah, die Zombies. Das sind alles Menschen, Victor. Das sind Zombies, die jeden Tag zu ihrer Arbeit latschen und darauf warten, dass sie jemand befreit. Du meinst, sie tötet? Der Polizeibericht stellt fest, dass du in den letzten 3 Monaten 20 junge Frauen ermordet oder, wenn du so möchtest, befreit hast. Du liest sie mit durchschnittener Kehle und posierend zurück. Sie alle hatten Glück, dass sie ausgewählt wurden, mein Geschenk zu erhalten. Sie würden das wohl nicht so sehen. Wirklich. Und Sie, Miss Cassidy. Sie fahren jeden Abend mit dem Fahrstuhl zu Ihrer Wohnung, öffnen die 6 Schlösser zum Apartment 433 und erinnern sich daran, wieder mal vergessen zu haben, Katzenfutter zu kaufen. Woher weißt du das? Dann setzen Sie sich auf Ihren roten Lieblingsstuhl, die Katze auf dem Schoß und warten, dass was passiert. Ich kann was passieren lassen, Sir. Ich bin Ihre Rettung. Der Name des Patienten ist Victor Zsasz. Für die Akten. Der Patient kommt von Dr. Cassidy, die nach dem Vorfall letzter Woche im Urlaub ist. Hallo, Victor. Setzen Sie sich. Wachen, lassen Sie uns allein. Tut mir leid, Doktor. Anweisung des Anstaltsleiters. Ich kann Sie nicht mit ihm allein lassen. Ich verstehe. Hallo, Victor. Wie fühlen Sie sich heute? Victor, ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht reden. Deprimiert! Hilft Ihnen das? Können Sie in meinen Verstand eindringen, Doktor? Wieso deprimiert? Ich denke nur über die nach, die davon gekommen ist. Die, die ich ausgewählt hatte. Ich brauchte diese Narbe. Ich will diese Narbe! Victor ist in letzter Zeit kleinlauter geworden. Er spricht nicht gut auf die Medikamente an. Hallo, Victor. Gibt es was, worüber du heute gerne sprechen würdest? Hallo?
hier ist Gretchen. Hör zu. Oh, nicht schon wieder. Warte mal, da ist jemand an der Tür. Sarah, mach nicht die Tür auf. Hörst du mich? Mach nicht die Tür auf. Es ist Sass. Er ist frei. Ja, das waren die Patientengespräche von Victor Sass. Es wird natürlich nicht erzählt, was mit dieser Ärztin passiert ist, aber das wird man schon bestimmt noch früher oder später irgendwo herausfinden können.